Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in der Reihe Kinder liebevoll begleiten in der sexuellen Entwicklung und in der sexuellen Aufklärung. Und heute geht es um die Zeit von der Einschulung bis zum Beginn der Pubertät. Im Rahmen dieses Videos möchte ich euch gerne ein Buch empfehlen, was ich gelesen habe. Und zwar ist es dieses hier. Das ist von Martin Melin, etwas mehr als Kuscheln. Das ist ab 12 Jahren und ist aus dem Klett Kinderbuch Verlag. Ich verlinke euch das gerne unten in der Infobox. Und es ist schon eher an Jungen gerichtet, weil der Protagonist, der Manne, da können Jungs halt, die können sich mit ihm identifizieren. Die kennen seine Unsicherheiten, seine Gefühle, seine körperlichen Reaktionen. Aber wenn man das als junges Mädchen liest, finde ich es auch ganz interessant, wie ist es denn für Jungs, wenn sie wirklich scharf auf Mädchen sind? Also hier wird auch wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Das hat mir gut gefallen. Es ist nicht pietätlos, es ist nicht respektlos. Es sagt aber wirklich, wie es ist. Also es verschönert da nicht irgendwelche Dinge. Es hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Manne kann kaum glauben, dass sich Amanda tatsächlich mit ihm abgibt. Das aufregendste Mädchen der Schule, 2 Jahre älter als er. Er hat oft davon geträumt, was ein Mädchen und er miteinander machen würden, wenn... Plötzlich wird es Wirklichkeit und alles muss geheim bleiben. Es ist schwer, etwas geheim zu halten, das so groß und wichtig und aufregend ist. Also das hat mir wirklich gut gefallen, das kann ich euch zu dem Thema wirklich sehr empfehlen. Ich finde immer, dass Eltern sich nicht darauf verlassen sollten, dass Kinder schon irgendwie aufgeklärt werden. Also sei es vom Fernsehen, dem Internet oder auch von der Schule. Natürlich ist sexuelle Aufklärung in der Schule ein Thema, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und viele Kinder sind einfach mit 9 oder 10 Jahren schon so weit, dass sie das A interessiert, sie sich damit beschäftigen und es einfach ein Thema bei ihnen wird. Diese Frühreife oder auch die sexuelle Entwicklung, das setzt alles viel, viel zeitiger an. Bei uns mit 9 oder 10 Jahren, wir haben noch Puppen gespielt, das ist heutzutage alles nicht mehr so. Deswegen finde ich, dass Eltern da auch ganz offen auf ihre Kinder zugehen sollten, das Gespräch auch suchen sollten. Sie sollten das Gespräch anbieten, wenn das Kind es natürlich ablehnt, muss man dann schauen. Da würde ich auch keinem Kind irgendwie was aufdrängen oder das peinlich werden lassen, aber ich würde schon schauen, auch von mir als Elternteil, Teil der sexuellen Aufklärung meines Kindes zu sein und das halt nicht den Medien zu überlassen, weil da gibt es auch so viel Quatsch, was da erzählt wird. Schon wenn Kinder in dem Alter sich in ein Porno reinziehen und dann denken, das ist wirklich Sex und so läuft das ab, das funktioniert ja schon nicht, ne? Und bei sexueller Aufklärung finde ich auch immer wichtig, unabhängig davon, wie schützt man sich, wie funktioniert Sex, was kann beim Sex passieren, auch so dieses, wie behandle ich denn mein Gegenüber beim Sex? Also, dass Jungs auch die Ehre des Mädchens zu schätzen wissen, was sie ihnen da auch gibt oder auch die Mädchen, dass Jungs halt nicht irgendwelche auswechselbaren Kerle sind, sondern dass man schon eine Beziehung auch zu denen aufbaut beim Sex, dass Sex was sehr, sehr Intimes ist. Sowas gehört für mich alles dazu. Also einfach frühzeitig von selbst einen Anfang machen, bevor andere das übernehmen, zum Beispiel halt einfach die Medien. Eine ganz wichtige Aussage, die dabei auch getroffen werden soll, finde ich, ist, wir mögen dich so, wie du bist und wir respektieren dich. Also es geht wirklich nicht nur darum zu sagen, benutze ein Kondom, benutze die Pille, schlaf mich nicht mit so vielen Leuten, keine Ahnung, sondern auch diesen Tenor, du bist mir wichtig, was du möchtest ist mir wichtig, ich helfe dir und ich respektiere dich. Da spielt dann natürlich auch wieder die sexuelle Neigung des Kindes eine Rolle. Interessiert sich dein Sohn vielleicht für Jungs? Dann respektiere das. Es ist ganz, ganz wichtig, damit er sich dir gegenüber öffnet. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass Kinder nicht die Scheu haben, mit uns zu reden, sondern offen mit Problemen zu uns kommen, auch wenn es sexueller Natur ist. Was ich auch schon im letzten Video gesagt habe, ist, dass man natürlich immer entsprechend des Alters mit den Kindern darüber sprechen muss, ne? Also das thematisch und wie man es erklärt, schon auch an das Alter der Kinder natürlich anpassen. Was man frühzeitig absolut schon machen kann, ist natürlich auch die Aufklärung über den Körper. Also gerade in der Zeit entwickeln sich Körperteile ganz anders und da passieren Dinge im Körper. Also es ist auch toll, mit Mädchen, bevor die Periode einsetzt, darüber zu sprechen. Was passiert denn da? Was mache ich denn, wenn es soweit ist? Was bedeutet das alles für mich? Ganz, 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 ganz wichtig. Ich habe von so vielen gehört und es war auch bei mir der Fall, dass
vor meiner Periode meine Mutter nicht so direkt jetzt mit mir gesprochen hat, das passiert. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Oma mal drüber gesprochen. Ich meine, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Generation, das war noch viel schlimmer. Sie wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Sie dachte, sie hat sich verletzt und blutet deshalb. Also bitte vermeidet das und redet mit euren Kindern, bevor sowas halt passiert. Ganz wichtig auch, Dinge offen ansprechen, beim Namen nennen, dabei aber taktvoll bleiben, ja. Also man soll, klar, also bei uns, Vince, bei dem ist es nicht der Penis, bei ihm ist das zum Beispiel der Willi. Das finde ich auch nicht schlimm. Irgendwann wird es dann aber der Penis werden. Also wirklich auch die Sachen wirklich beim Namen nennen, das nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so, aber natürlich auch da wieder entsprechend des Alters einfach drauf achten. In diesem Alter, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, ich habe es auch schon bei Vince in der Kindergartengruppe mitbekommen, so bei den 5-6-Jährigen, Doktorspiele. Ich bin der Meinung, und es wird auch so empfohlen, dass man Doktorspiele zulassen soll. Kinder schauen einfach, wie ist das bei dem anderen, was passiert da bei mir, wenn das und das geschieht. Und ich finde das super wichtig, einfach dieses Entdecken zu fördern. Und es gibt nichts Schlimmeres, als das zu verbieten. Ich meine, was vermitteln wir unserem Kind denn da? Nämlich, dass der Körper des Kindes etwas ist, was man nicht mit anderen teilt, dass man nicht neugierig sein darf und dass das etwas Verbotenes und Schmutziges ist. Und das ist das Schlimmste. Also schon in diesem frühen Stadium, wo es halt nur Doktorspiele sind, das zulassen und nicht unterbinden. Und da auch schon auf die Privatsphäre achten. Also wenn Besuch da ist, wirklich halt anklopfen, damit man die Kinder halt nicht in einer peinlichen Situation erwischt. Und wenn man es bemerkt und irgendwie ein komisches Gefühl hat, kann man danach immer noch mit dem Kind das Gespräch suchen und darüber reden. Was für mich auch zu dieser sexuellen Aufklärung dazugehört, ist, dass man das Kind so lässt, wie es ist. Also Mädchen dürfen auch laut sein und Jungs, die dürfen auch mal weinen. Also das gehört für mich alles so mit dazu, dass man das Kind so lässt, wie es sein möchte. Also Vince ist zum Beispiel auch so, der ist halt eher so ein bisschen ruhiger und in sich gekehrter. Aber irgendwann finden die Mädchen das toll. Und ich finde, er muss nicht so ein Raufbold sein und er darf auch mal ruhig in der Ecke sitzen und nichts machen oder malen dürfen. Und Svea, die ist halt eher die Laute, die draußen rumrennt. Und ich finde, man sollte es jedes Kind so lassen. Man sollte Mädchen Fußball spielen lassen und Jungs mit Puppen spielen lassen. Meistens ist es dann in dem Alter auch so, dass wenn jetzt irgendwo im Freundeskreis oder in der Familie jemand schwanger ist, dass die Kinder das dann zum Anlass nehmen, um über Sex, um über Schwangerschaft, um über Geburt, die Befruchtung, um über all das sprechen zu wollen, erfahren zu wollen, wie das Ganze abläuft. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher dazu. Damals, als ich halt schwanger war mit Svea, hatte ich für Winster auch einige Bücher, natürlich angepasst als sein Alter. Aber sowas kann man sich dann im ersten Schritt wirklich erstmal ranholen, so ein Buch. Das liest man halt ein paar Mal gemeinsam, dann fängt man an, darüber zu sprechen. Ich finde das immer ein super Einstieg, wenn man selber halt jetzt nicht weiß, was soll man für Worte wählen, wie soll man das jetzt am besten anfassen. Dann sucht man sich einfach entsprechende Bücher. Ich verlinke euch da gerne mal unten was in der Infobox. Als ich zu dem Thema recherchiert habe, hat mich eine Sache echt schockiert. Also bis zum 14. Lebensjahr hat dann schon jeder 10. Jugendliche sexuelle Erfahrung gemacht. Sexuelle Erfahrungen sind natürlich auch, wenn man sich selber anfasst oder wenn man merkt, bei den Doktorspielen, wie wir vorhin hatten, da passiert irgendwie was mit meinem Körper oder so. Aber man muss sich dem mal bewusst werden. Also es ist halt nicht so, dass Sex erst mit 15, 16 eine Rolle spielt. Nein, es ist halt schon viel, 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 viel vorher. Und diesen Punkt dürfen wir einfach als Eltern nicht verpassen, finde ich. Kinder bekommen einfach frühzeitig schon sehr, sehr viele Informationen über Sexualität. Und meistens ist uns Eltern das überhaupt nicht bewusst. Das Ding ist aber, dass Kinder das dann nur sehr oberflächlich wahrnehmen und es gar nicht so differenzieren können und da auch selten weiterdenken und schauen können, was ist denn jetzt Realität und was ist denn zum Beispiel Film und Fernsehen, dass das halt so eher Fiktion ist oder ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Und auch da muss man wirklich auch wieder schauen, das ist wieder ein anderes Thema, kontrolliert Kinder Medien nutzen lassen. Was schauen die sich im Fernsehen an? Was schauen die sich am PC an? Welche YouTube-Videos schauen die? Was besprechen die mit ihren Freunden in der Schule? Also da auch mal schauen, wenn da halt mal irgendwas fällt, wenn man irgendwas mitbekommt, dass da irgendjemand mal was erzählt hat, dass man auch da dann darüber spricht und das dann ein bisschen auswerten kann, ne? Also wer weiß, wo derjenige in der Schule seine Informationen her hat, der hat vielleicht ältere Geschwister, die haben irgendwas erzählt, und das dann einfach relativieren und
einfach auch darstellen, wie es zum Beispiel wirklich ist. Oder wenn halt ein Thema angesprochen wurde, das dann nochmal vertiefen und wirklich dann erklären. Bei solchen Gesprächen ist auch völlig okay, ein bisschen verlegen zu sein, sowohl als Elternteil als auch als Kind. Aber ich finde, wenn Kinder so mutig sind, eine Frage zu diesem Thema zu stellen, dann bedürfen sie auch, dann haben sie auch das Recht dazu, dass wir Eltern eine ruhige, klare, ehrliche Antwort dazu geben. Selbstbefriedigung ist in dem Alter auch ein Thema. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man als Elternteil dann diesen Tenor vertritt, das tut man nicht oder man fasst sich nicht selber an, finde ich ganz schlimm, sondern eher dann umzuswitchen und zu sagen, Selbstbefriedigung ist völlig okay, es ist völlig natürlich, es tut deinem Körper und deiner Seele gut, also tu es bitte. Man sollte beim Thema Selbstbefriedigung wirklich nie schimpfen, auch nicht im Spaß. Wir empfinden das vielleicht als Spaß, aber das Kind kann es vielleicht nicht unterscheiden. Und da beginnt halt schon dieses, wo es halt minimal man mal daneben legen kann und man macht aber sowas Großes beim Kind dann einfach kaputt, was man nie erwartet hätte. In der Zeit tritt bei Kindern auch das Schamgefühl ein und ich finde, da muss man dann halt wirklich schauen, dass man das ernst nimmt, dass man das Kind dann zu nichts drängt, aber dass man es halt auch nicht unglaublich übertreibt. Und da wird dann halt einfach wichtig, die Privatsphäre zu schützen von jedem, also sowohl beim Kind, dass man da anklopft, aber dass die Kinder halt auch wissen, dass sie bei den Eltern im Schlafzimmer anzuklopfen haben. Und wenn man dann halt doch mal beim Sex erwischt wird, ich weiß nicht, wem es schon mal passiert ist, dann einfach das Gespräch suchen und erzählen, was da passiert ist, damit sich das Kind in seinem Gehirn halt nicht seine eigene Antwort sucht, die halt vielleicht eine völlig falsche ist. Auch sexuelle Gewalt wird da irgendwo ein Thema. Man soll das ansprechen und darauf sensibilisieren, ohne Panik zu machen. Aufklärung bedeutet in dem Fall wirklich einen gewissen Schutz für das Kind und dass es uns vertraut, dass es sich uns anvertrauen kann. Wichtig dabei ist einfach, dem Kind keine Angst einzuflößen und das Kind nicht zu überfordern. Auch ganz, ganz wichtig, dem Kind zuhören und dem Kind immer Glauben schenken. In solchen Sachen, wenn es um sexuelle Gewalt geht, immer, immer, immer in erster Linie eurem Kind glauben. Und im nächsten Schritt Ruhe bewahren und sich Hilfe suchen. Auch wichtig, dem Kind einfach vermitteln, dass es seinem Gefühl vertrauen soll. Die Wichtigkeit des Wörtchens Nein, also das Nein sagen, völlig okay ist. Und immer dran denken, Kinder haben nie Schuld. Diese Jahre vor der Pubertät, die bieten Eltern die wichtige Chance, die Beziehung zu ihren Kindern so zu festigen und so ein Vertrauen aufzubauen, dass die Belastungen, die einfach da notgedrungen in der Pubertät kommen, besser auszuhalten sind. Und darum geht es dann in meinem dritten Teil, nämlich darum, wie man dann wirklich in der Pubertät mit der sexuellen Aufklärung umgeht. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Dein Körper gehört dir und deine Gefühle sind wichtig.